Ich beginne ein bisschen mit der Zeit vor 70, um 70 rum, kurz vor meiner Flucht, einige Zeit davor, und möchte ein paar Backgrounds dazu erstmal abgeben. Dieser 9.11., der war natürlich für mich ganz besonders positiv, dass nach 17 Jahren nach meiner Flucht diese Mauer endlich gefallen ist. Und dadurch ein normales Leben wieder innerhalb Deutschlands langsam möglich wurde. Und diese Besuche, die ich bis dahin also immer zu meiner Familie machen konnte, mit Anmeldung und viel Aufwand und diese Telefonate, die abgehört wurden und die ständig angemeldet werden mussten, die fielen natürlich alle weg. Und wir waren am 9.11.89 voller Freude und Glück und haben die Zukunft aber ganz positiv gesehen. Die Zeit bis 1990 sah in Europa so aus, dass wir eine Grenze hatten, die verlief quer durch Europa durch und ging hier runter bis Griechenland und dann ins Schwarze Meer. Diese blauen Länder, das waren die NATO-Länder. Und dieses rote Gebilde, das war der Ostblock, das war die russische Konföderation mit den Satellitenstaaten, unter anderem die DDR, Tschechoslowakei, Ungarn, Polen. Und der sogenannte antifaschistische Schutzwall zu dieser Zeit, der verlief also von der Ostsee über die DDR, Tschechoslowakei bis hier runter. Und war 1972 so ungefähr auf der Höhe seiner technischen Ausstattung. Die meiste Sicherung, die fand also hier in der deutsch-deutschen Grenze statt. Da war die Grenze am besten aufgebaut mit relativ hochtechnisierten Sperranlagen. Weiter unten, dann wurde es immer schwächer. Auch die Tschechen hatten nicht so viel Geld, die Grenze so auszubauen, wie das die DDR gemacht hat. Und hier unten in Ungarn, Rumänien wurde es dann doch noch schwächer, weil diese Staaten alle nicht das Geld hatten, was die DDR hatte, um ihre Bevölkerung an der Flucht von Ost nach West zu hindern. Das geteilte Deutschland, war nach der Besiedlung und Teilung Deutschlands entstanden. Und ab 1961 wurde dann die Mauer gebaut. Die Mauer, die ging hier quer durch Deutschland. Die war 1400 Kilometer lang. Es war ein 3,2 Meter hoher Sprengmetallgitterzaun. Der war auch noch in die Erde eingelassen, sodass ein Untergraben auch relativ schwer war. Der jährliche Unterhalt betrug 500 Millionen DDR-Mark und insgesamt gab es an dieser innerdeutschen Grenze hier ca. 870 Tote, die bei Übertritten entweder durch Minen gestorben sind oder sie sind erschossen worden. Davon allein 135 Tote in Berlin. Ich gehe mal zurück zum 18. Geburtstag bei mir. Ich stamme aus einer ganz bürgerlichen Familie. Man sieht hier die Geburtstagsfeier, die verlief damals in Anzug mit Flips und Kragen. Also wir waren, also das war so üblich damals. Also, war nicht nur bei mir so, sondern man feierte eben ordentlich angezogen. Und mein Vater, der war Textilingenieur, war Leiter einer Forschungsabteilung in einem Institut. Meine Mutter war Hausfrau, also meine Mutter, die hat zu dieser Zeit Handwerk gearbeitet und meine Schwester hat bei meiner Flucht noch eine Ausbildung gemacht als Gärtnerin. Also meine Schwester, die hat eine Ausbildung gemacht und ich hatte jetzt dann kurz vor dem Abitur zu dieser Zeit. Am 28.07.1972 habe ich mich dann kurz vor meiner Flucht von meiner Schwester verabschiedet. Die fuhr zum Urlaub nach Dippoldiswalde in der Nähe von Dresden. Und das ist so das letzte Bild, was ich dann von meiner Schwester, oder das letzte Mal, dass ich meine Schwester gesehen habe. Man muss dazu sagen, dass zu dieser Fluchtvorbereitung
nur ein ganz kleiner Kreis einbezogen worden ist aus Sicherheitsgründen. Und meine Mutter hat erst 4 Wochen vor der Flucht erfahren, dass ich gehe. Mein Vater hat das 2, 3 Monate vorher gewusst und meine Schwester war nicht eingeweiht, weil wir glaubten, dass wenn die hinterher die Straße, die befragt oder in die Mangel nimmt, dass sie sich dann verplappert und da hätte sie große Schwierigkeiten gekriegt, weil sie dann als Nichtinsolvent quasi nicht strafbar gemacht hat, weil sie meine Flucht nicht vorher gemeldet hat. Situation in der DDR zwischen 1968 und 1972 in Chemnitz. Das ist jetzt relativ viel Text, wie ich erzählt habe, ihr braucht das nicht unbedingt zu lesen. Es gab zum Beispiel eine Unterschriftenaktion zur Rechtfertigung des Einmarsches der sowjetischen Truppen 1968 nach dem Putsch in Prag. Da mussten alle Schüler am Schulbeginn, wir kamen dann aus den Ferien zurück, das passierte ja im August, 16. August, mussten wir einen Pamphlet unterschreiben, wo wir diese russischen Gruppen unterstützen, dass die Konterrevolution in Prag niedergeschlagen worden ist. Und dazu hat man auch mich gezwungen. Ich habe das dann unter Protest unterschrieben und ich fühlte mich hinterher ziemlich schlecht, weil das für mich ein riesengroßer Kompromiss war. Ich habe das unter Protest unterschrieben mit dem Hinweis, ich will ja mein Abitur machen, aber ich bin eigentlich dagegen, aber ich muss jetzt hier unterschreiben. Das war natürlich nur ein kleines Kompromiss und ich habe mich da nicht gut gefühlt. Und es gab dann eben viele solche kleine Situationen, Konfirmation zum Beispiel. Wer nur konfirmiert wurde, hatte Nachteile. Es gab dann die Wahl Honeckers zum ersten Sekretär des ZK der DDR 1971 und daraufhin erfolgte eine Änderung der DDR-Verfassung. Und diese Änderung war so, dass sie noch mehr Repressalien hatte, dass sie noch mehr sich in die Spaltung zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, zwischen DDR und Westdeutschland hineinbegab. Und wir empfanden das eben alles als eine ziemliche Verschärfung der Situation. Zudem waren die einzigen Oppositionsgruppen in der DDR, das waren die jungen Gemeinden und die evangelische Gemeinde, also die evangelische Studentengemeinde, die einen Freiraum in den Staat geboten haben, wo sich oppositionelle Kräfte getroffen haben und glaubten zumindest, dass sie frei reden können. Das war aber, wie sich dann hinterher herausstellte, vor allen Dingen in den Stasi-Akten, war das ein Wunschglaube, denn diese Gruppen, die wurden durch die Stasi ganz besonders stark beobachtet und hier hatte die Stasi also ihre meisten Spione oder informellen Mitarbeiter mit drin und da sind also viele Leute dann hops gegangen oder haben Nachteile gehabt, weil eben die Informationen aus diesen Oppositionsgruppen an die Staaten weitergeleitet worden sind. Ich habe dann, wie gesagt, das Abitur gemacht. Ich habe ein Studium angefangen und bis Weihnachten 70 habe ich studiert. Dann kam das erste Exmatrikulationsverfahren aus rein politischen Gründen. Man hatte mir da eine Falle gestellt, hatte mich in eine Diskussion reingebracht, in der ich gar nicht eigentlich sein wollte. Und ich habe mich da aber diesmal sehr klar geäußert und das hat ausgereicht, dass man mir ein Disziplinarverfahren machte. Anfang 71 war das. Dieses Disziplinarverfahren habe ich Gott sei Dank mit meinem Vater, der mich da sehr stark unterstützt hat, gewonnen. Man musste mich dann, wir haben sehr logisch argumentiert und man musste mich wieder in das Studium reinnehmen. Ich war also beurlaubt, ich brauchte konnte gar nichts mehr machen. Und nach 6 Wochen konnte ich weiter studieren. Die haben natürlich weitergewühlt. Ich erkläre das noch, wie das dann gelaufen ist, was da der Hintergrund war. Und Anfang 72 kam das zweite Exmatrikulationsverfahren. Und danach hatte ich eine Sperre an allen Fach- und Hochschulen der DDR. Und man muss noch dazu sagen, dass an der TH Karl-Marx-Stadt diese Sektion Fertigungstechnik, wo ich studiert habe, in einer Art Verschultes Studium war. Da gab es Seminargruppen und die Seminargruppen, die hatten Seminargruppenleiter und der war meist in der Partei und die waren also stark beobachtet. Und ich war der Einzige aus der Seminargruppe, der nicht in Wohnheim wohnte,
und zu Hause wohnte. Und da war ich natürlich nicht kontrollierbar für die. Das war ein Nachteil. So. Das Ministerium für Staatssicherheit, was primär eben zur Überwachung dieses ganzen, besonders des Studentenbereichs und der Betriebe und auch der privaten Haushalte organisiert war, war in erster Linie erstmal ein Ministerium zur Beobachtung und Spionage in den eigenen Inhalt der DDR, also nicht nach außen. Und in zweiter Linie war es natürlich in Auslandsgeheimdienst, der unter Markus Wolf geführt wurde. Und Markus Wolf war einer der, sage ich mal, der besten Agenten, den es überhaupt in Deutschland gab. Markus Wolf, von dem existierte eigentlich lange Zeit nur ein einziges Bild, und das war ganz verschwommen. So. Also man wusste eigentlich gar nicht, wie Markus Wolf aussieht. Die Stasi zu dieser Zeit hatte 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Die hatte bis zu 200.000 informelle Mitarbeiter, das sind die sogenannten IMs immer. Und wenn man das mal umrechnet auf die Bevölkerung, die 17 Millionen war, dann kommt man auf ein Verhältnis von 1 zu 60 ungefähr. Und wenn Sie jetzt sehen, dass die Landbevölkerung nicht unbedingt so sehr beobachtet werden musste, sondern man musste das mehr in den Städten machen, da wo sie die politischen Aktivitäten entfalten, dann kann man davon ausgehen, dass in jedem Haus eigentlich einer war, in jedem Miethaus, also nicht in einem kleinen Haus, der einer war, der irgendwelche Informationen sammelte und mir auch um die Straße weitergab. Also das System war perfekt organisiert. Die Stasi hatte überall ihre Informationen und hatte auch im Auslandsgeheimdienst zwischen 49 und 89 ungefähr 12.000 Webspione im Einsatz. Und man schätzt, dass nach 98 noch circa 2.000 aktive Spione in Westdeutschland waren, die natürlich tierische Angst hatten, dass sie irgendwann enttarnt werden. Es gibt ja die sogenannte Rosenfeld-Akte, wo diese Spione alle aufgelistet waren. Und es sind dann nach und nach noch welche hochgegangen. Aber ich würde nur sagen, die Spionageaktivität im Auslandsgeheimdienst, die war natürlich enorm. Und vor allem war die absolut ungleich. Der Westen hatte überhaupt keine Möglichkeiten, seine Spione in der DDR zu platzieren, weil die Leute überhaupt nicht reingekommen sind. Wir haben sofort aufgefallen. Also man konnte nicht von hier aus Leute in die DDR bringen. Die DDR war absolut abgeschottet, aber umgekehrt konnten die ihre Leute natürlich ausbringen, weil die Mauer gezielt Löcher hatte, Türen hatte, wo die in Berlin zum Beispiel ihre Leute dann einfach nach West-Berlin rübergelassen haben und eingeschleust haben und die sich dann hier mit sehr geschickt erstmal jahrelang aufgehalten haben und getarnt haben. 2011 ging die Staatsunterlassungsbehörde davon aus, dass noch tausende Webspione in geblieben sind. Also hier ist nochmal der Markus Wolf, was ich schon angesprochen habe, der einer der Top-Spione war, der dann bei der Wende auch eine große Rolle spielte, der so ein bisschen die DDR 2.0 retten wollte. Man muss sich das so vorstellen, der russische Geheimdienst zum Beispiel, der arbeitet derzeit noch viel effektiver, technisch versiert und ist mit seiner Desinformationstaktik im Internet absolut führend. Da kann man nur, man stellt sich das Schlechteste vor und das Schlimmste und legt da nochmal 100% drauf, dann kommt man ungefähr dahin, was diese Leute eigentlich können und machen. Sie sind in der Lage, psychologisch Leute absolut fertig zu machen, die am Ende nicht mehr wissen, wie ihr Name ist, ob sie Weiber oder Männer sind. Die verraten dann ihre eigenen Leute und es gibt ja Geschichten, wie Frauen und Männer ausgespielt wurden, gegenseitig verheiratete, indem man den Tonträger vorgeführt hat, wo eben auch stand, dass der Mann eine Beziehung hatte und dass der fremdgegangen ist und dass der dort noch was überhaupt nicht stimmt. Das waren alles fabrizierte Geschichten, die ich da fabriziert habe, um Leute zum Reden zu bringen, um Leute auf ihre Seite zu bringen und für sie zu arbeiten. Also bei mir war es ja so, dass noch drauf, einer dann auf mich angesetzt war, weil er eine Dummheit gemacht hat und mit dieser Dummheit haben Sie ihn verbrennt?
Diese Vorgänge, die die Stasi angewendet hat, das nannte man operative Vorgänge, das ist ein OV. Und dieser operative Vorgang, das ist dann aus meinen Stasi-Akten hervorgegangen, hatte das Ziel, mein Studium vorzeitig zu beenden und mich rauszurücken, weil sie offiziell das nicht konnten, weil durch den Einzelvertrag, den mein Vater hatte, er hat einen speziellen Vertrag in den 50er Jahren bekommen, mussten sie mir die beste Ausbildung geben nach meinem Leistungsvermögen. Also wenn ich in der Lage bin, Abitur zu machen, dann mussten sie das zulassen. Wenn ich studiere, mussten sie mir einen Studienplatz geben. Das hatte mein Vater sich damals zusichern lassen, weil mein Vater ein Spezialist war und man hatte Angst, dass der Q61 abhaut. Und um ihn da in der DDR zu binden, hatten wir diesen Einzelvertrag mit dieser Ausbildung. Und jetzt war das aber so, jetzt musste dieses Studium eben abgebrochen werden, sie mussten mich rausschmeißen und damit fing diese erste Exmatrikulation an, die ist hier in dem Telefax aufgeführt, dass ich mich da melden muss. Und hier findet dann ein bisschen Nachverfahren statt, das am 6.1. war dann das erste richtige Nachverfahren. Und wie gesagt, diese Vorgänge, die sind von der Stasi initiiert worden, indem man eben Leute in Diskussionen gebracht hat, wo sie auf Glatteis geführt worden sind und wo sie sich zu irgendwas geäußert haben, was ihnen dann negativ zugerechnet wurde. Hier ist zum Beispiel mal ein Ausdruck aus meiner Stasi-Akte. Die Stasi-Akten, die sehen so aus, dass die grundsätzlich an vielen Stellen geschärft sind, wenn irgendwelche Namen da drin auftauchen, weil man jetzt nicht will, dass die Leute sich gegenseitig dann die Scheiben einschmeißen. Man kann den Antrag stellen, dass man die Klarnamen kriegt. Da muss man aber einen extra Antrag stellen. Ich habe das hier nicht gemacht. Hier drin, wo diese Punkte hier, die sind gesperrt, da steht also irgendein Name drin, so, der mich beobachtet hat oder der irgendwas gesagt hat. Entscheidend ist eigentlich dieser Satz hier. Da steht also drin, als dazu weitere Hinweise auf moralische Verfehlungen und Undiszipliniertheit bislang kamen, wurde Langer exmatrikuliert. Diese Exmatrikulation wurde von den vorhandenen inoffiziellen Mitteln von unserer Seite aus vorangetrieben. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Stasi also diesen Vorgang von sich aus produziert hat, mich hat da auflaufen lassen und das Ziel war also der Mund ist auf. Und hier steht noch was, entsprechend dem Charakter der Ergebnisse dieser Maßnahmen werden gezielte Einsätze von IM vorbereitet und durchgeführt. Das heißt also, ein IM gab es schon, der auf mich angesetzt war. Und der wird jetzt noch gezielt gefüttert, was er machen muss und wie er mich beobachten muss. So, also wissen, und unterschrieben hat das Ganze ein Major. Da sieht man schon mal, was für hochkarätige Leute, die eigentlich noch so kleine Leute wie mich angesetzt haben. Das waren Sachbearbeiter im Range eines Majors. So. Dann noch ein Hinweis hier drauf. Hier steht also nochmal drin, diese Exmatrikulation. Ich wurde also am 9.3.1972 zeitweilig vom Studium an allen Universitäten und Hochschulen der DDR ausgeschlossen. Das bedeutete, ich hing jetzt völlig in der Luft. Arbeitslosigkeit gab es in der DDR nicht. Und ich musste mir einen Job suchen und musste arbeiten, musste das überbrücken und musste mich bewähren. Das Gute war natürlich, dass wir alle einen Beruf hatten. Wir hatten während des Abiturs noch eine Berufsausbildung. Ich habe Werkzeugmacher gelernt und konnte damit mir einen Job suchen oder musste mir einen Job suchen und so tun. Also später habe ich dann so getan, dass ich gerne wieder studieren möchte, wenn ich mich geläutert habe, wenn ich eine andere Ansicht habe. Also nach einem Jahr wäre das dann geprüft worden und ich könnte dann eventuell wieder studieren. Dazu muss man noch sagen, das ist ein Ausblick aus meinem Studienbuch, dass hier drin eine militärische Ausbildung zitiert oder festgehalten wurde, die über einen Monat ging. Alle Studenten in der DDR mussten nach dem ersten Jahr, nach den ersten zwei Semestern,
bevor das neue Semester wieder anfing, eine noch schützen Ausbildung machen, also eine Grundausbildung, eine Wehrdienstausbildung. Das nannte sich damals Mottschützenausbildung und jetzt eine Infanterieausbildung. Und dort haben die uns in einem umgebauten Pionierlager da wirklich einen Monat lang bis auf die Knochen gequält und durch die Gänge gejagt. Also die haben das, das war sehr hart. Wir waren alle gut im Sport, wir waren alle eigentlich ziemlich fit. Aber die haben uns dort an die Grenze gebracht. Ne? Wenn der erste Marsch mit leichtem Marschgepäck in Stiefeln geht, die schon andere Leute angehabt haben, also ausgelatschte Stiefeln, und die machen den Marsch mit 20 Kilometern mit Gepäck, dann können sie dann noch da ausgehen, dass sie blutige Füße haben. Und das ging dann die ganze Zeit so. Und das ging so weit, dass wir im Wald einfach fast eingeschlafen sind. Und so haben die uns dadurch die Gegend gejagt. Das war eine, also eine wirkliche Grenzerfahrung in jeder Hinsicht. Diese Mottschützenausbildung und wir wurden dann am Ende auf den Arbeiter- und Bauernmarkt auch vereidigt. Also fand dann eine richtige Vereidigung statt. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich sowieso gehen können. Also ich musste mich damit abfinden, also diese Ausbildung zu machen. Und als man mich dann rausgeschmissen hat am 9.3., da war für mich klar, du hast eigentlich in dem Land überhaupt keine Chance mehr. Das geht so weiter, die finden immer irgendwas, du kannst dann sowieso die Klappe nicht halten. Und jetzt plane deine Flucht und versuche hier rauszukommen. Und ab da dann, im März 1972, habe ich dann angefangen, langsam meine Flucht zu planen. Fluchtursache und Vorbereitung. Sie müssen ja, darum das nicht lesen, ich erzähle das an. Sie müssen ja, wenn Sie eine Flucht aus so einem gesicherten Land machen, wo ein Zaun ist, der mit Minen ist und wo es Selbstschutzanlagen gibt, dann muss man ja überlegen, hat das überhaupt Sinn, direkt zu fliehen? Das hat eigentlich keinen Sinn. Also, was gibt es da Alternativen? Die eine Alternative ist, ich gehe über die Ostsee und versuche rüber nach Dänemark zu kommen. Oder die andere Alternative, ich gehe über ein anderes Land im Süden, wo die Grenzen nicht so befestigt sind und gehe von da aus dann zum Beispiel nach Jugoslawien und versuche durch Jugoslawien durchzukommen nach Österreich. Das war dann eigentlich am Ende die beste Lösung. Vor allen Dingen war es eben so, es stellte sich heraus, dass ich nicht alleine abhaue, sondern dass ich noch mit zwei Frauen fliehen musste, also geflohen bin. Und da bot sich an, dass die Landflucht, also die Grenzüberschreitung von Rumänien aus nach Jugoslawien, wohl noch vom Risiko für alle drei am geringsten sei. Also wir haben uns da die größte Chance ausgerechnet. Und um das jetzt zu realisieren, mussten konspirative Treffen stattfinden in Berlin, in Prag. Es mussten Codes vereinbart werden, weil wir konnten, wenn wir telefonierten, ja nicht sagen, was wir machen wollen, sondern musste alles verklausuliert werden. Wir hatten dann negative Filme gemacht von unseren ganzen Unterlagen, von unseren Zeugnissen, weil wir wollten unbedingt, dass wir unsere Zeugnisse mitbringen, was wir schon jetzt alles hier gemacht haben, damit wir drüben gut starten können im Westen. Und diese Abhängung, diese ständige Angst, entdeckt zu werden, obwohl der Kreis ganz klein war, das war meine damalige Freundin und noch deren Freundin zusammen und am Anfang dann mein Vater, der Kreis, der war so klein und trotzdem hatten wir Angst, dass irgendwas passiert und irgendjemand da dazwischen fährt. Und diese Angst, die hat halt eigentlich gesundheitlich, die hat man fertig gemacht, weil man hat hinter jedem Baum, hat man irgendjemand geahnt, der da vielleicht steht und einen beobachtet hat. Und dieses Aufregen, das ging natürlich bis zu der Flucht an. Das ließ man erst nach der Flucht langsam nach und wurde also immer schwerer. Und ich dachte, für mich war es so, hätten wir uns geklappt. Das hätte also für uns oder auch für mich, hätte das schon große gesundheitliche Probleme bedeutet, wenn ich wäre als Flugführer, also als jemand, der sich das ausgedacht hat und die zwei Frauen dann so mitgenommen hat, dann hätte ich ungefähr 3 bis 4 Jahre Knast bekommen. Die Mädels wären wahrscheinlich mit 1,5 Jahren weggekommen. Das war so das Übliche für Republikflucht, 1,5 Jahre. Und das ist schon hart, im DDR-Knast dann 3 Jahre zu sitzen, ne? Wegen sowas.
So, die Fluchtperson, das war also meine Freundin, Verlobte, das war die Cornelia Mittel und ich. Und die Cornelia, die hatte einen Freund, einen Verlobten, der war Forschungsstudent in Karl-Marx-Stadt und der war ein Jahr vorher abgeworben. Und keiner wusste genau, wie der das geschafft hatte. Und da hat die Cornelia, das war quasi ihr Verlobter, ihr Freund war das. Und die Cornelia war eigentlich darüber sehr unglücklich. Und das war der Grund, wo sie dann gesagt hat, ich versuche mal, die Information zu kriegen über diese Stelle, wo der Mann weggegangen ist. Und dann, wenn das klappen sollte, dann gehe ich mit. Also quasi, ich war auf sie angewiesen, wenn wir zu dritt gehen. Wenn ich alleine gegangen wäre, hätte es an eine andere Stelle gegeben. Aber wenn wir zu dritt gehen, dann ist sie das Bindeglied in der Sache, der Schlüssel, dass sie diese Information bringt. Und diese Information, die haben wir dann auch von dem Verlobten von ihr gekriegt. Und so konnten wir dann die Flucht planen über Rumänien. Noch ganz kurz hier, das sind so Dokumente, die haben wir abfotografiert, das ist der Arbeitsvertrag. Ich habe mich dann also am 24.04. habe ich dann angefangen in einer Werkzeugmacherei, Reparaturbetrieb als Reparaturschlosser und Werkzeugmacher. Und dieser Betrieb, der war ganz kurz vorher noch verstaatlicht worden, das war so die letzte Verstaatlichungsstelle in der DDR. Und hier auf der Seite, da ist mein Werkzeugmacherzeugnis. Es fällt gleich auf, hier stehen nur zwei. Eine Eins damals, diese Inflation mit den Einsen, die es jetzt gibt, das gab es nicht. Also da waren die zwei schon super. Ich will nur so sagen, also Einsen, das war schon was ganz Besonderes. Ne? So, und diese Werkzeugmacherausbildung, die hat mir eigentlich im ganzen Leben geholfen. Ich konnte immer in meinem Job das ganz gut beurteilen, wenn es um Werkzeuge ging, hat ja viel mit Werkzeugen zu tun. Und das war im Prinzip die Grundlage damals in der DDR. Ne? So, zu den, wie komme ich jetzt aus der DDR raus? Und wie komme ich erstmal überhaupt nach Rumänien, wenn ich von Rumänien aus dann über Jugoslawien weggehen will? In der DDR gab es keine Reisepässe. Also man hatte nur einen Personalausweis. Und wenn man ins Ausland wollte, dann musste man später mal für die Tschechei war das anders, da brauchte man das nicht, da brauchte man eine visafreie Reiseanlage für angeblich visafreien Verkehr. Aber ohne das Ding, ohne diese Reiseanlage kann man nicht fahren. Also war das im Prinzip ein Visa, was man gekriegt hat. Und da sieht man, wir wollten nach Bulgarien offiziell und das geht über Tschechien, Ungarn und Rumänien. Und für 23 Tage war das also zulässig. Und diese Reiseanlage, die habe ich also am 31.07. gekriegt, kurz vor meiner Abreise. Und hätte ich die nicht gekriegt, dann wäre die ganze Flucht gescheitert. Also ich hätte dann illegal fahren müssen. Und wenn ich an der Grenze erwischt worden wäre, dann wäre es zu Ende gewesen. Also die haben mir das gegeben und dann haben die mir die gegeben, weil die so nah an mir dran waren, dass die glaubten oder wussten oder glaubten, dass ich nicht abhaue, sondern dass diese Reise nur dazu dient, um Informationen zu sammeln für eine Flucht. Die wussten also nicht, dass ich auf der Reise abhaue, sondern die nahmen an, ich sammle Informationen und finde Kontakte, die mir helfen. Und diese Ausland bewiesen, ich beweise das dann noch, weil ich mit drei Freunden losgefahren bin auf dem Motorrad und diese drei Freunde, einer von den drei Freunden, der war eben von der Stasi auf mich angesetzt. Das, was man hier sieht, das sind Codes, sind das, also zum Beispiel Pilsen heißt 90 Kronen. Fidschi 75 Kronen, Budweis 15. Wenn zum Beispiel ein Monatsdatum wird um einen Monat versetzt, Tagesdatum um 2 Tage vorgesetzt, und wenn dann steht, der 3.5., dann ist das wirklich jetzt Datum, das heißt der 1.4. Also das waren zum Beispiel für Klausulierungen, um jetzt in den Text was zu schreiben, dass man sich trifft, das kostet so und so viel, und die nicht wussten, wann findet das wirklich statt. Und diese waren ganz wichtig hier, diese Treffen, diese Codierung,
weil wir auf dieser Flucht ein Flugfahrzeug brauchten, was uns von der Grenze weg, auf der jugoslawischen Seite, ganz schnell durch Jugoslawien durchbringt, um dann mit neuen Papieren nach Österreich einzureisen. Die Treffurzeiten, auf denen wir uns getroffen haben, in einem Ort, den beide nicht kannten, also den sowohl der Flugfahrzeug nicht kannte, als auch wir nicht kannten, damals gab es ja kein Internet, man konnte sich das nicht mit Bahnhof angucken, wie der aussieht, war immer so, man hat sich auf dem Bahnhof getroffen oder auf dem bekanntesten Platz und die Zeiten waren immer 10 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr. Und wenn das der erste Tag nicht war, dann am nächsten Tag. Man hatte kein Telefon, man musste sich so verabreden. Das ist die klassische Art, wie sich Agenten eigentlich bewegen. Kann niemand abhören. Passsystem der DDR ist hier nochmal dargestellt und zeigt eigentlich, wie perfide diese ganze Anlage war und warum es nicht möglich war, das zu überqueren. Man hat also hier hinten erstmal einen Posten gehabt, um in das Gebiet reinzukommen. Das war so ungefähr bis zur Grenze 3, 4 Kilometer, brauchte man einen Passierschein. Extra Passierschein. Also die Leute, die hier drinnen wohnten, die hatten einen extra Passierschein und wer sie besuchte, musste einen Antrag gestellt werden. Dann gab es manchmal so eine Vorsperre. So, und dann gab es die eigentliche Sperre. Und die eigentliche Sperre, die war diese Metallgitterzaun. Die war im Kraftfahrzeuggrafen. Und hier waren manchmal Infanterieminen. Und hier diese kleinen Dinger hier, die hier zeigen, das sind sogenannte Splitterminen, die am Zaun hingen. Und diese Minen, die lagen aber alle auf der DDR-Seite. Also es war ein antifaschistischer Schutzwall gegen die Faschisten, gegen den Westen. Aber die Sperranlagen selbst gingen nur in diese Richtung. Das ist ja das Abartige, ne? Denn hier war die Bundesrepublik, das ist ungefähr die Bundesrepublik. Und auf der Seite war gar nichts. Also hier waren überhaupt keine großen Hindernisse. Man konnte also an den Zaun ran. Und wie gesagt, was das Gefährliche war, waren hier die Räder in dem Zaun, dass man überhaupt bis hier rankam. Wir waren ja noch überall Posten. Dann gab es manchmal Hundeläufe, wo in einem bestimmten Bereich Hunde liefen, die an Leinen liefen, meistens nachts. Dann war da ein ganz kleiner Streifen hier, der war immer geeggt, sodass wir am nächsten Morgen die Spuren sehen konnten. Und am schlimmsten war aber diese Splittermine. Weil die Splittermine, die hat nicht unbedingt getötet, aber sie hat schwer verletzt. Das ist hier so ein Bild dieser Splittermine, die SM-70 ist das. Und das ist ein Modell, das haben sie, oder eine abgebaute, die hat man dann später mal wieder rangebaut nach der Wende. Hier in diesem Topf, da war so, ich glaube, 100 oder 150 Gramm TNT drin, mit lauter kleinen Stahlsplittern, so Vierkantsplitter dann da. Und die Mine wird da ausgelöst über diese Reißdrähte da. Und wenn der Hähnchen den Zaun also übersteigen wollte und hat den Reißdraht gerissen, dann hat die Mine hier so einen Splitterkegel ausgerollt und derjenige war garantiert verletzt. Ne? Schwer verletzt oder sogar tot. Und dann haben die natürlich das gehört, die haben den Krach gehört, die haben den Alarm gekriegt und sind hin und haben denjenigen dann verhaftet. So, wir hatten also geplant, am 6.8.72 von Chemnitz aus oder damals Karl-Marx-Stadt zu starten. Und zwar geplant auf Motorradreisegruppe. Das ist meine Freundin Verlobte und das sind die drei, das bin ich und das sind die zwei Freunde von mir und wollten gemeinsam ans Schwarze Meer fahren. Das war die offizielle Version dieser Urlaubsreise und nur einer von den beiden hier war eingeweiht, dass ich abhaue. Und unterwegs wollten die zwei Frauen zu uns stoßen und dann musste eine Lösung gefunden werden über den Krach mit den Freunden, dass ich von ihnen trenne und ich mit dem Mädchen weiterreise, weil wir eben glauben, einen schöneren Urlaub zu haben als die Motorradreisegruppe. Wie gesagt, er war eingeweiht in diese Staffel. Wir sind losgefahren als eine normale Motorradreisegruppe. Einer von den beiden Freunden wusste nicht, dass die zwei Mädchen dazu stoßen. In Budapest war das. Und
Zu der Zeit waren natürlich meine Eltern beide eingeweiht und meine Eltern, die sitzen hier in dem Auto und wollten noch ein Stück hinter uns herfahren, weil sie eben hoch emotional, die waren hoch aufgewühlt, weil sie eben nicht wussten jetzt, was macht er jetzt? Er guckt ja da durch, klappt das Ganze und sehen, wann sehen wir überhaupt unseren Sohn wieder? Also das ist natürlich für eine Mutter und also für Eltern, das ist natürlich eine dramatische Situation. Und die wussten ja auch, das kann alles schief gehen. Das war also der Abfahrt und der 6.8. Wir waren dann ungefähr am 16., in der Zeit vom 16. zum 18.8. war geplant, den eigentlichen Grenzübertritt zu machen. Also bis dahin mussten wir an der Grenze sein. Ich mit den zwei Mädchen, mit den zwei Frauen, um dann eben die Grenzanlage zu überwinden in Rumänien. So, hier sieht man jetzt nochmal die Fluchtroute. Hier oben ist Chemnitz, die ging über Prag nach Budapest. Und Budapest passierte dann was sehr Dramatisches. Von da aus ging es weiter nach Timișoara. In Timișoara war geplant, dass wir uns mit dem Fluchtfahrzeug treffen. Das Fluchtfahrzeug bestand dann später aus zwei Fluchtfahrzeugen. Das ließ sich nicht mehr ändern, aber das hat der Engel so entschieden, konnte ich nichts machen. Und hier an dieser Stelle, Grenzübergang Morawita in Rumänien, wo die Startstraße von Timișoara nach Belgrad ging, wollten wir parallel zu diesem Grenzübergang die Sperranlage überwinden. Das hatte uns Frieder mitgeteilt in Form einer Skizze. Da ist er ein Jahr vorher abgehauen und das hat geklappt. Und das war für uns die Hoffnung, dass das eben bei uns genauso klappt. Dann sollte uns das Fahrzeug von hier aus über Belgrad nach Zagreb bringen. Und in Zagreb war das deutsche Konsulat informiert. Das gehörte ja damals zu Großjugoslawien, also jetzt ist das ja Kroatien, aber damals war das ja alles Serbien. Und in Zagreb sollten wir noch Ersatzpapiere bekommen. Und mit den Ersatzpapieren hätten wir hier oben dann über Jugoslawien, Österreich ausreisen können und nach Österreich einreisen können. So war der Plan. Und im Grunde genommen ist das auch so abgelaufen, der Plan. Aber es gab eben hier ein Problem und das eigentliche Problem war natürlich der Grenzübertritt. Diese Skizze, das war das Einzige, was ich als Dokument hatte, bestand aus dieser etwas wach gesehenen Skizze hier, die von mir dann hinterher modifiziert worden ist, da habe ich das noch eingezeichnet, wie ich das gesehen habe. Und diese Skizze zeigt an dieser Stelle hier eigentlich nur ein Feld, zeigt hier Wachtürme, hier sind die Wachtürme, zeigt hier eine Station, das ist die Station auf der rumänischen Seite, nee, Entschuldigung, das ist die Station auf der rumänischen Seite hier. Und hier ist die Station, die Grenzabfertigungsstation auf der jugoslawischen Seite. Und dieses Gebiet hier, das hatten wir uns ausgerechnet, das sind ungefähr so 2 Kilometer. Das schaffen wir ja locker in 1 bis 2 Stunden. So. Die Gefahr bestand darin, dass die Wachtürme besetzt sind, dass hier ein Kolonnenstreifen war, wo regelmäßig natürlich Patrouillen gingen. Wir mussten auch mit Hunden rechnen. Und dasselbe nochmal auf der jugoslawischen Seite. Und die Gefahr bestand, wir mussten überhaupt in dieses Grenzgebiet erstmal reinkommen, ohne aufzufallen. Und der Trick war der, dass wir die ganze Zeit als westdeutsche Gruppe aufgetreten sind und dass wir hier in Timișoara uns getroffen haben. Also das Flugfahrzeug oder die Flugfahrzeuge haben wir hier getroffen und wir hatten alle westliche Klamotten an und wir sind dort als quasi Westdeutsche aufgetreten. Mit zwei Autos. Und deshalb, das war unser Glück, deshalb sind die auf uns nicht aufmerksam geworden, dass da irgendwelche DDR-Bürger da rumfliegen, wie können sie denn die Grenze überqueren? Und so ist es uns gelungen, mit den zwei westdeutschen Autos einen Tag vorher an die Grenze ranzufahren und haben uns dann so die Grenze mit dem Fernglas angeschaut. Da haben wir nochmal die Sachen im Auto sortiert, dass keinerlei Hinweise sind auf Klamotten, die irgendwie auf die DDR schließen ließen.
Und da ist zum Beispiel hier ein Bild her, und da schneiden die ganzen Etiketten aus den Klamotten aus, damit man die sehen kann, wo die herkommen. Und die Flugfahrzeuge, das ist der Käfer hier, und das ist ein Rudel gewesen. Und das war nicht geplant. Geplant war eigentlich nur das Einfassen, könnte man das leicht, weil wir dachten, das tut mir auch, fällt mir auch. Und nur weil wir, das habe ich dann hinterher gelesen, nur weil wir als Westdeutsche da aufgetreten sind, ist da eigentlich nichts passiert, dass wir uns nicht irgendwie aufgegriffen haben. Ich hatte mich dann, ja, das erzähle ich dann noch in Budapest von meiner Motorradgruppe getrennt. Und an dem Abend der Flucht dann, wo wir dann mit diesen Fahrzeugen auf die Grenze zugefahren sind, hatte ich vorher mein Motorrad in Timmelstraße mitten auf den Marktplatz gestellt. Ich hatte es einfach abgestellt. Und hatte gehofft, die Maschine war eigentlich relativ teuer für Rumänien, dass diese Maschine geklaut wird und dass sie dadurch verschwindet. Das war eine große Fehlannahme. Die Maschine hat niemand gebraucht zu klauen, wahrscheinlich. Die Maschine ist dann entdeckt worden, sichergestellt worden und die hat man dann später, also in den Unterlagen taucht die dann irgendwann auf, ich hatte die Befragung von meinen Eltern und meinen damaligen Schwiegereltern. Ist davon getroffen worden, dass sie dann später das Motorrad gefunden haben. Also das Motorrad ist leider nicht geklaut worden. Somit wussten wir also, zuletzt war da ein Himmelschwara und wir mussten eigentlich dann über diesen Grenzübergang oder irgendwo da über die Grenze gegangen sein. Und das war noch an dem Tag, wo das Motorrad neu existierte. Und in der nächsten Nacht dann, haben wir es dann gewagt. Auf der Kiste, die ich jetzt eben gezeigt habe, da war ja diese Karte hier zu erkennen. Das ist eine Satellitenaufnahme von 2016. Das sieht man dann hier diese Karte, die macht hier einen Klick und geht dann geradlinig auf den rumänischen Grenzübergang zu. Dann überquert die Karte die Grenze und hier auf der Seite ist die jugoslawische Grenzstation. Und das Ziel war jetzt, kurz diesen Klick aus dem Auto auszusteigen, rauszuspringen, hier irgendwo ins Feld rein, das war ein Maisfeld, dann an dieser Stelle hier, wo die Grenze verlief, die Grenze zu überqueren. Hier waren die rumänischen Wachposten, also die Wachtürme, und dann hier rüber zu kommen auf diese Straße. Und die Autos, das waren jetzt zwei Autos, hatten die Aufgabe, im Abstand von einer Stunde aus dem Inneren raus auszufahren, hier zu wenden vor der Station und wieder zurückzufahren. Immer im Wechsel. Einmal der Käfer, einmal der Rudel. Und zwar bis, es waren keine Klappenzeiten, sondern das waren 10 Minuten versetzt, bis 10 vor 12 Mitternacht. Von 8 Uhr an, also der erste Fahrt, sollte dann kurz vor 9 passieren oder kurz vor 10, glaube ich, kurz vor 10. Und dann die letzte Fahrt, die war für 10 Minuten vor 12 geplant. Und dann wäre für uns die Flucht gescheitert gewesen, weil die Fahrzeuge, wenn die dauernd hier die Grenze anfahren, die fahren natürlich auch auf der Seite. Die Jugoslawen sind ja auch nicht blöd. Die haben ja damals was auch alles beobachtet hier. Und dann hätten sie also wegfahren müssen und dann wäre es für uns gelaufen gewesen. Wir hätten dann versuchen müssen, so durchs Land zu kommen. Aber wir sind voll davon ausgegangen, dass diese Strecke hier von ungefähr 3 Kilometern, dass das in 2 Stunden zu schaffen ist. Wir haben das gerade so geschafft. Also es hat 4 Stunden gedauert und die Probleme unterwegs, die waren viel, viel größer als wir dachten. Und zwar lag das jetzt an dieser neuen Situation, das ist die Kiste, die ich dann danach gemacht habe. Man sieht hier die rumänische Grenzstation, sind hier die jugoslawische Grenzstation und die Grenze verläuft hier irgendwo hinter den Türmen, hier sieht man die Wachtürme. So. Und das Besondere an dieser neuen Situation war jetzt, als wir aus dem Auto rausgesprungen sind, sind wir durch den Maisberg durch. Und dann kamen wir auf eine Wiese. Und wir wussten, dass hier in der Nähe von diesem Türmen natürlich ein Kontrollweg war. Und haben wir auch gefunden, wo Osten lang geht, Stufen ab, der Brustweg. Also haben wir erstmal diesen Weg hier längere Zeit beobachtet. Da habe ich schon mal sehr viel Zeit verloren.
Und dann sind wir raus und dann war hier ein ganz, ganz großes braunes Bauern und eingeachtetes Feld. Das war schon wieder wahrscheinlich das nächste Jahr vorbereitet, wurde landwirtschaftlich genutzt. Und da haben die wahrscheinlich dann gesagt, also, ihr könnt das hier nutzen. Und dieses Feld, was ganz flach war, ganz steil geeckt war, das mussten wir jetzt überqueren und das Licht von der Station, das sieht immer auch das Feld. Wir wollten aber nicht hier hinten rumgehen, weil das sonst zu lange gedauert hätte. Also haben wir so im Abstand von ungefähr 500, 700 Meter von der Station, die wir versucht haben zu umgehen. Und als ich in diesen Wiesenstreifen reingehe, also gehen wir rein, wir haben uns vorher, haben die Mädels mich aus dem Maisfeld rausgehoben, damit ich sehen konnte, wo wir sind. Ich hatte eine Pfanne dabei, ein Messer dabei, einen Kompass dabei, aber es war trotzdem dunkel und man war keine Sternennacht. Und wir sind dann aus dem Maisfeld endlich raus, haben diesen Postenweg beobachtet und dann sind wir ganz tief runtergegangen und ich bin vorne weg und gehe mit den Händen so durch diesen Grasstreifen durch und habe plötzlich zwischen meinen Fingern einen Draht. Und da wusste ich also, das ist ein Alarmdraht, der lag im Gras und da waren wir ganz positiv drüber und 3 Meter später dann kam der zweite Alarmdraht und der war nicht im Gras, sondern der war so 30 Zentimeter hoch, lief über solche Stangen und so Ösen. Und ihr glaubt nicht, wie schwierig es war, in Dunkelheit mit 3 Mann so einen Draht zu übersteigen. Man hatte eine tierische Angst, den zu reißen. Weil an dem Drahtende, wahrscheinlich dann hier in der Nähe der Station, da hingen irgendwelche Raketen dann dran oder gingen sie mal hoch und dann hätten die von der Seite sofort die Hunde geschickt. Da hätte ich keine Chance mehr gehabt. So, dann sind wir also mit meinem Draht weg und dann kam noch ein dritter Draht, der lag wieder tief und danach kam dann dieses geäxte Feld und da konnte kein Draht mehr sein. Und dann sind wir in dem Feld also auf niedrigster Gangart über diesen Feldweg gefahren, 500 Meter oder was, und da haben wir sehr viel Zeit verloren. Und da kam noch dazu, die Frauen hatten Gummistiefel an, weil sie Angst hatten, dass sie umknicken im Gelände, und die schnürten zu sehr ab, dann kriegten die einen Krampf in den Waden, dann mussten da auf dem Feld, mitten auf dem Feld die Schuhe ausgezogen werden, die Gummistiefel runter, und immer ich beobachtet mit dem Fernglas, ob sich da was tut, und es war wirklich so, wir waren dann die hatten die Schuhe wieder an, die Zeit lief. Und in dem Licht der Person hier sah ich dann diesen aus dem Feld raus zwei Leute lösen. Das zwei Personen. Und das waren wahrscheinlich die Wachmannschaft, die dann diesen Weg hier abgetreten hat, vor den Tränen. Und die uns aber dann natürlich, da waren wir dann von drüben auf der anderen Seite, hier ist die jugoslawische Seite. Und auf der jugoslawischen Seite waren zwei Gehöfte oder drei Gehöfte waren das, sind das gewesen. Und da waren dauernd Hunde zu hören. Da bellten ständig Hunde. Das hat uns aber überhaupt nicht mehr gejuckt. Wir sind dann, weil die Zeit ablief und mussten die Autos kriegen, sind wir hier gerannt. Dieses Stück sind wir gerannt. Und das ist natürlich eine Gefahr, wenn wir da rennen im Dunkeln, könnte es natürlich alles Mögliche verstauchen oder sonst wie. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Wir wollten unbedingt hier hin, auf diese Seite, wo das Auto anfuhr, hier wendete, wieder zurück. Und da war so ein Fisch auf der Seite und da war das Zeichen der Verabredung, dass ein Taschentuch auf die Straße geworfen wird. Also am Straßenrand. Und das war für den Fahrer das Zeichen, dass er an dieser Stelle sofort halten muss. Und der Wagen hatte das auch gesehen, er wendete hier, kam zurück. Und das war das letzte Fahrzeug, was gefahren wurde. Also, wir hatten also eine Viertelstunde später hatten die Anbauer schon weggefahren, weil das Risiko für die zu groß war. Und das war der Käfer. Und die Fahrerin hatte den Käfer versiegelt, weil sie Angst hatte. Die riss an der Tür und die Tür ging nicht auf. Ne? Und dann sind die Türen nicht aufgegangen. Wenn sie in den Käfer einsteigen, müssen sie erstmal den Sitz nach vorne klappen. Ne? So, also alles beide in den Käfer rein. Und hier diese Straße nach Jugoslawien rein, wo dann das andere Fahrzeug gewartet wird, Lichthupe und dann weg. Ne? Und da hatten wir auch wieder einen großen Schwein. Ich meine, hier hätten die Hunde uns irgendwie entdecken können. Hier hätten wir die Alarmdrähte reißen können. Und auf der anderen Seite war gerade eine Polizeikontrolle und hat ein anderes Fahrzeug kontrolliert.
Also die waren mit dem anderen Fahrzeug beschäftigt, hatten Kofferraum aufgemacht und spülten die Sachen. Und da hatten sie keinen Sinn für uns und wir sind an den vorbeigedonnert und dann eben nach Belgrad rein, um dann in der Nacht noch, das war dann so kurz nach 12, um in der Nacht noch so weit wie möglich nach Frankfurt kommen. So, diese ganze Flucht, die hat ungefähr 1000 Kilometer im Ostblock waren das. 750 Kilometer damals in Jugoslawien und dann nochmal 600 Kilometer bis Bad Herrenhall. Das war unser erster Anlaufpunkt. Also waren ungefähr 2350 Kilometer. Und jetzt sind wir noch ein bisschen Zeit, die ganz andere Geschichte zu erzählen, die sich da in Budapest abgespielt hat. Ich musste mich an Budapest von meinen Kumpels trennen. Der eine wusste ja, der spielte sonst viel mit. Das war ein ganz, ganz bekannter und seit ewig. Den anderen habe ich im Studium kennengelernt. Den kannte ich noch nicht so gut. Also habe ich dann natürlich auch vorher nichts erzählt. Und jetzt habe ich zu ihm gesagt, du mal auf, da sind zwei Frauen unterwegs, ich möchte gerne mit denen in Urlaub weiterfahren und ich möchte gerne hier aussteigen. Und da hat er so komisch getan und das war so. Also, die Toten jetzt und warum willst du denn jetzt von uns weg und wieso? Und der wurde ganz, ganz gleich. Und da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Lässt du das noch weiterlaufen? Ich hatte irgendwie ein dummes Gefühl, nicht, dass der jetzt zum Telefon geht und irgendjemand anruft. Der Lange, der macht was ganz anderes, der fährt nicht mit uns. Der hat einen anderen Plan. Und irgendwie habe ich das gespürt dann und habe ihm dann gesagt, pass auf, ich sage dir ganz offen, was los ist, ich hau ab. Ich möchte mich jetzt hier trennen von euch und ich habe meine Flucht geplant und ich gehe. Und da ist der Aschfahl geworden und ich wusste nicht, wie das jetzt ausgeht. Er dachte und sagte mir, das ist ja Wahnsinn. Ich habe die Aufgabe, dich auf dieser Reise zu beobachten. Ich muss den Bericht über dich erstatten. Und da war ich natürlich in der Situation, wo ich dachte, jetzt ist eigentlich alles gelaufen. Ne? Der hätte wahrscheinlich auch angerufen, wenn ich dir die Geschichte nicht erzählt hätte. Da war für mich das Risiko größer, dass er anruft, und so habe ich ihm die Wahrheit erzählt. Und in dieser Zeit dann, wir haben dann eine Stunde auf der Fischerpartei umgesetzt und haben uns da unterhalten, haben wir dann die Geschichte dann zurechtgebracht, die er dann erzählen wollte. Und er hat dann auch wirklich Wort geraten, muss man sagen. Er hat mich nicht verpfiffen, denn ich wusste, wenn ich von hier aus, von Budapest losfahre und ich überquere diese Grenze hier, wenn die mich kriegen wollen, dann fangen die mich an dieser Grenze hier an, ab. Also hätte er angerufen und hätte mich verraten, dann wäre es hier zu Ende gewesen. Und wir haben damals noch eine gute Geschichte gebastelt, die war in so. Er sollte sagen, die Mädels sind dazu gekommen, ich wollte gerne mit dem Urlaub machen, weil meine Freundin, Verlobte dabei ist. Und er hätte das also nicht problematisch gesehen und hat mich da ziehen lassen. Und er hat auch diese Geschichte dann erzählt. Das ist gut ausgegangen. Also da bin ich ihm sehr dankbar. Ich muss aber sagen, er hat sich auch von der Stasi, für die Stasi als die MM einspannen lassen, und das fand ich natürlich überhaupt nicht gut. Und warum hat er das gemacht? Er hat eine Dummheit begangen an der Hochschule. Eine ganz kleine Dummheit war das. Und mit dieser Dummheit, das war, er hat mit einer Luftpistole aus dem Studentenwohnheim, aus dem Zimmer oben auf eine Mülltonne geschossen. A, durfte er keine Luftpistole besitzen, die waren für den ja illegal. B, durfte er nicht aus dem Studentenwohnheim einfach aus dem Fenster auf eine Mülltonne schießen. So. Das war nicht der Nachverfahren. Die haben ihm angedroht, ihn aus der Hochschule zu schmeißen. Und dann kam das große Aber. Aber du kannst bleiben an der Hochschule. Wir haben ja gehört, du fährst mit dem Banner in Urlaub. Oder du kennst ja den Banner. Beobachte den mal bitten. Ach so, ihr fahrt in Urlaub. Ja, dann hast du jetzt die Aufgabe, den mal zu beobachten und Bericht zu erstatten. Da hat er sich verpflichtet, für die Staatsanwalt zu arbeiten. Und es war ein Studienplatz, und war ein Studienplatz. So waren die Situation damals. Und wir waren damit dann quitt eigentlich. Ne? Der hat dann für mich gelogen, und die Geschichte ist ja eigentlich noch, das hängt das viel eher an. Ich habe von ihm an der Hochschule, weil er in einer
Seminar nicht gekommen ist, habe ich zwar eine Anwesenheitsliste und habe für ihn unterschrieben. Das haben wir manchmal gemacht. Manchmal kam jemand mit oder hatte Schwierigkeiten mit der Straßenbahn zu kommen oder zu spät zu kommen. Ich wusste ganz genau, er kommt. Aber beim Durchlaufen der Liste, da war er noch nicht da. Und da habe ich seinen Namen, das haben wir immer so ausgemacht, eingetragen. So. Und dann gerade an dem Tag fällt der Seminargruppenleiter durch und stellt fest, dass eine Unterschrift mehr auf der Liste ist, als in dem Raum anwesend war. Da habe ich mich nach einer kurzen Weile gemeldet und habe gesagt, das war ich. Ich wollte meinen Kumpel da, der kommt noch. Wieso kommt er noch? Und das war dann eines der Vergehen, was sie mir vorgeworfen haben mit dem Exmatrikulationsverfahren. Ich hätte eine Unterschriftenfälschung gemacht. Und hinterher war das schon ein operativer Vorgang, weil der damals schon für die Stasi gearbeitet hat und extra nicht gekommen ist und genau wusste, ich unterschreibe ihn. Also, das waren die Tricks, ne, mit denen die gearbeitet haben. Und aus der Sicht waren wir dann quitt. Es ist gut gegangen, ich bin rausgekommen aus Ungarn und wir haben es dann geschafft. Bin dann mit diesen Ersatzpapieren, die uns das Konsulat in Frankfurt ausgestellt hat, sind wir dann nach, über den Wotzenbach gefahren und sind von Wotzenbach aus dann das nächste Wochenende von Villach dort in ein Hotel abgestiegen und das ist dann am nächsten Morgen hier, wo wir natürlich absolut happy waren, dass das geklappt hat und die Erleichterung, die war aber an der Grenze. Wir sind an die Grenze rangefahren und da war noch ein klassischer Schlagbaum und obwohl wir diese Ersatzpapiere hatten, habe ich gesagt, nimm die Türen in die Hand. Wenn die uns hier anhalten, dann Probleme, dann springen raus und wir laufen über den Schlagbaum. Die haben uns das einfach durchgewinkt. Die haben nicht mal unsere Papiere sehen wollen. Da sind wir da oben erstmal da hinten zusammengeklappt, da hinter der Grenze. Und, weil das war natürlich dann der Löse, nicht so langsam die ganzen Spannungen und, wir hatten es geschafft. So. Das ist dann nochmal eine Situation, wo ich 2009 mit meiner Familie, meine Tochter hier, nochmal da runtergefahren bin und habe das nochmal angeschaut und denen das gezeigt. Und da sieht man hier, das ist die Straße, die den Knick macht, die dann auf die Station zuführt. Und hier an dieser Stelle sind wir ausgestiegen, ganz schnell das Auto, hat ganz kurz angehalten, heraus aus dem Auto und sind hier erstmal in diesen Graben rein. Und das war so ein Wasserkanal hier unten, der war aber ganz trocken. Und sind dann hier unter der Straße durch und sind dann hier durch die Felder. Da gibt man eine Aufnahme von 2009. Da sind wir hier, diese Stromleitung. Hier drüben ist irgendwo die jugoslawische Station. Und das war dieses Feld hier. Hier bis hierhin war das meiste. Das war dieses Feld, für das wir im niedrigsten Gang mit Robben, mit Gummistrümpfe ausziehen, alleine für diesen Feld 2 Stunden. Ständig abrufen und ständig gucken, bitte. Wirklich auf den Bauch, damit uns da niemand sehen kann, sind wir über dieses Feld und zwar genau dieselbe braune Erde, die 2009 war. So, das ist nochmal eine Stasi-Akte. Das sind so kleine Kanten gewesen, so A5. Und da sieht man mal erstens, wie schnell die waren. Und zweitens ist diese Stasi-Karteikarte mein bestes Zeugnis, was ich je in meinem Leben gekriegt habe. Denn hier steht drinnen, 23.04., hier steht dann drin, also war es dann gelungener Grenzübertritt über sozialistischen Aufstand im August 72. Also das heißt, die Stasi bescheinigt mir, dass ich mir gelungen ist, dieses System zu verlassen und die Grenze zu überwinden. Und das ist ein tolles Zeugnis, was ich da gekriegt habe. Und man sieht dann hier, dass am 25.09. wird hier schon eine Löschung beantragt. Und diese Akte, die geht dann irgendwo ins Archiv, also die wird dann abgelegt.
gestellt. Das ist dann alles ja, kurz danach passiert. Die hatten wahrscheinlich damals schon die Information, das Motorrad haben sie gefunden. Und was wir aber nicht gewusst haben, wir hatten damals mit Deckertreppe die gesamte Post, die lief über Österreich. Wir wollten nicht, dass die uns im Westen ab Anfang finden. Wir hatten immer Angst, dass der lange Abend der DDR, der Stasi, bis rüber reicht. Und da lief die ganze Post über Österreich. Und das haben die geflogen. Also in dieser Akte steht drin, Aufenthaltsort oder Arbeitsstelle steht hier, Österreich. So. Also das hat noch eine ganze Weile hat das angehalten. Und weil ich wirklich Geschichten kannte, wie die Stasi dann Leute im Westen bedroht hat oder sogar noch mehr, wenn sie in der DDR bekannt wären. Und durch diese junge Gemeinde und die evangelische Studentengemeinde war ich in Chemnitz ziemlich bekannt. Wir hatten da eine Band, wir haben regelmäßig gespielt und deshalb kannten mich da alle Leute. Und deshalb hatte ich Angst, dass die Stasi wieder im Westen nochmal anschließt. Das ist dann nochmal ein Bild von uns rein, 1974. Da haben wir dann alle schon unsere Studien wieder aufgenommen gehabt. Haben alle drei studiert. Ich habe Maschinenbau studiert, hier Textilsättel, ich auch Textildesign. Und die Wanne, die war in Süddeutschland und ich habe mit meiner Freundin da in Aachen in dem Studentenwohnheim gewohnt. Fazit. Der Preis, der war ziemlich hoch. Wir hatten 10 Jahre lang ein Einreiseverbot in die DDR und nur Brief- und Telefonkontakt mit der Familie. Es gab natürlich während des Studiums finanzielle Probleme. Ich hatte noch mal einen schweren Unfall zwischendrin, der hat mich ein halbes Jahr ausgeschlossen und dann irgendwann ging das Fachwerk zu Ende. Wir haben es aber alle drei geschafft, uns schnell einzuleben, einen Beruf zu finden. Die Beziehungen sind alle zerbrochen. Also, das sieht man ja. Die Beziehungen, die haben alle nicht gehalten. Also, ich habe mich dann, oder wir haben uns dann getrennt 4 Jahre später. Aber wir haben alle dann wieder neue Beziehungen gefunden, neue Familien gegründet. Aber trotzdem ist es so, wenn man zum Beispiel jetzt wie ich aus dem Rheinland hierher kommt, man ist dann schnell in den Zugereister. Man hat hier nicht diese Familienbande, wie das eben zu Hause war. Das bleibt so. Meine Bitte, tun Sie alles dafür, dass es nicht noch einmal zu solchen Zuständen in Deutschland und Europa kommen wird und versuchen Sie, neue Bestrebungen durch Populisten und Diktaturen entgegenzutreten. Das ist mir ganz wichtig. Vor allen Dingen sehe ich manchmal jetzt Tendenzen, die mir echt Sorgen machen. Vielen Dank.